Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von PC-Check. Ich war wieder in den Unweiten von Google unterwegs und ich dachte mir, gibst du mal Gaming-PC ein, so wie ich das halt meistens mache. Und hab direkt mal hier einen gefunden, den Zenshilly Gaming-PC, AMD Ryzen, bla bla bla, das gucken wir uns ja gleich an. 879 Euro bei Memory-PC und den habe ich direkt mal rausgesucht, weil ich fand dieses Bild sehr interessant, da kommen wir jetzt sofort drauf zu sprechen. Hier ist er auch schon, Zenshilly Gaming PC AMD Ryzen 5 3600, 16 GB DDR4, GTX 1660 Super, 6 GB Variante, 240 GB SSD. Es geht mir in erster Linie jetzt gerade erstmal um das Bild. Ihr kauft ja gerne mal etwas, was euch optisch anspricht. So, und dann sehe ich diesen PC und man kann ihn leider nicht vergrößern, nur mit dieser Lupe. Und dann sehe ich, dass weder oben noch unten ein Netzteil eingebaut ist. Die Slotblenden da unten total verspiegelt sind. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte Aorus, das ist auch schon mal nicht die richtige Grafikkarte. Und direkt darüber so halb schief der Prozessorlüfter. Das ist, sieht sehr, sehr zusammengequetscht, winkelig komisch aus. Und ich dachte mir, da kann irgendwas nicht stimmen. Hier haben wir auch wieder leuchtenden RAM. Den werden sie wahrscheinlich wieder nicht verbauen, aber ich weiß es nicht, da kann ich nichts zu sagen, weil das Teil an technischen Daten so gut wie nichts hat. Also man weiß nicht, was drin verbaut wird. Beim Mainboard weiß man es. Das war auch dann das höchste der Gefühle und natürlich der Prozessor. Aber der Rest ist irgendwie so dahingeklatscht. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Gehäuse an und da wird es schon interessant. Hier wird angegeben, dass es ein Kolink Citadel Mesh RGB Glasfenster ist. Das soll dieses Gehäuse sein. Ich habe es gesucht. Ich habe es gesucht und nicht gefunden. Und ich kann es auch jetzt gerne mal zeigen, warum das so ist. Gibt man nämlich diese Produktbeschreibung ein, dann kriegt man diese Ergebnisse hier. Und dann habe ich mich da durchgeblättert. Und die sehen alle nicht so aus, wie auf dem eigentlichen Bild von dem PC, der verkauft werden soll. Und dann habe ich mal ein bisschen Detektiv gespielt und habe dann auf dem Bild gesehen, dass hier unten auf dem so ein kleines Logo ist. Und das ist das Logo von Aerocool. Und dann habe ich Aerocool bei Google eingegeben, habe dann folgendes Ergebnis gekriegt. Das ist das Aerocool Bolt PC-Gehäuse. Tut sich preislich jetzt nicht viel. Ist nur blöd, wenn ihr wollt, dass es genau dieses Gehäuse ist. Ihr seht das auf dem Bild bestellt und ihr kriegt ein komplett anderes. Oder die haben sich vertan und ihr kriegt doch das, aber dann stimmt das Bild auch nicht, weil hier unten sieht man eine Netzteilbox. Und das ist auf diesem einen Bild auch nicht ersichtlich, dass da eine Netzteilbox drin ist. Jetzt zeige ich es euch gerne nochmal, die Netzteilbox fehlt. Das ist auch der Grund, warum ich sagte, warum da unten diese Slotblenden, die man da sieht, so komisch verschoben sind. Und das macht einen dann sofort stutzig. Das sieht sowieso sehr komisch aus, hier oben diese Gitter und so. Das gehört eigentlich alles so nicht dahin, wie es da angezeigt wird. Aber gut, die haben wahrscheinlich, wie beim Netto-PC vielleicht sogar, einen Praktikanten dran gesetzt. Und der sollte mal ein bisschen RGB da reinknallen. Und dann hat er das auch gemacht und dann kommt da sowas bei raus. Hier unten sieht man auch, hier ist alles so bunt angehaucht. Unten so halbplatte Lüfter, die auch gar nicht existieren können, weil da die Netzteilbox drin ist. Auf jeden Fall wird man da vom Bild her schon veräppelt. Und das bedeutet nichts Gutes. Egal, wir schauen uns jetzt die Komponenten an, so wie wir das immer machen, rechnen den Spaß dann wieder zusammen und dann werdet ihr sehen, was man davon halten kann oder eben auch nicht. Das Gehäuse selber kostet original, wenn man jetzt das Kolink Citadel nimmt, um die 67 Euro, 64 Euro ist hier unterschiedlich. Wenn man jetzt das Aerocool nimmt, ist man irgendwo bei 58 Euro, das heißt, wir pendeln uns irgendwo zwischen, sage ich jetzt mal, 55 Euro und 70 Euro ein. Und ich habe jetzt einfach mal bei Mindfactory 1 rausgesucht. Und zwar ist das Antec New Gaming, das kostet 68 Euro. Das ist genau in dieser Spanne schon im oberen Bereich angesiedelt. Ich kann es euch nochmal in groß zeigen. Hier haben wir das ganze Gehäuse. Ah, hier sogar 69,12 Euro, ist ein bisschen gestiegen. Naja, gut, ist ja egal. Es ist, glaube ich, wie gesprungen. Es ist auf jeden Fall eins, was dem Design auch relativ nahe kommt mit diesem RGB-Streifen hier drin. Netzteilbox unten, oben noch ein Lüfter schön dabei. Packen wir in den Warenkorb, weiter geht's. Dann bekommen wir dazu ein Be Quiet System Power B9 600 Watt. Das kennen wir auch irgendwoher. Das ist irgendwie in jedem PC drin. Jeden PC, den ich bei Google irgendwie raussuche, hat dieses 600 Watt Netzteil. Es ist nicht schlecht. Es ist Be Quiet, es hat sich bewährt, es ist relativ günstig im Verhältnis zu anderen Netzteilen, aber die Qualität stimmt. Ich verbaue das, wie gesagt, auch mal ganz gerne, wenn mich Leute fragen. Und das kostet aktuell 55 Euro. Das springt immer so rum. Mal 54, mal 56, 50, wie auch immer, packen wir einen Warenkorb, weiter geht's. Dann haben wir ein ASRock B450M Pro 4-F. Wieder B450-Chipsatz, das heißt, die werden dann ein BIOS-Update gemacht haben, dann knallen sie den Ryzen da drauf und wenn ihr dann hinterher euch einen 5000er holen wollt, guckt ihr eventuell in die Röhre.
Es liegt immer an dem Hersteller des Boards, ASRock. Ich weiß nicht, ob die die 5000er Reihe offiziell noch unterstützen. Ich hatte jetzt vor kurzem sogar das Thema, dass ein Gigabyte Aorus X570 den Ryzen 5000 auch nicht gefressen hat. Da musste ich auch selber erst ein BIOS-Update machen. Ich hatte zum Glück noch einen 3000er Ryzen hier, damit man dieses BIOS-Update machen kann, damit er die 5000er frisst. Das Board gibt es auch bei Mindfactory. Es kostet aktuell 69,69 Euro. Schöne Summe. Das ist genau dasselbe. Es ist aber auch wieder so ein kleines Board. Ihr habt hier noch, klar, den Grafikkartenanschluss, dann könnt ihr da unten vielleicht noch eine Capture-Card einbauen. Und hier vorne eine M2-SSD, das wird auch noch ein Thema, da komme ich gleich noch zu. Und dann war es das auch. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist aber ein Einsteigermodell. Wenn man ein vernünftiges Board haben will, sollte man schon so in die dreistellige Richtung gehen, was die Preise angeht. Die sind dann auch nicht mehr Micro- oder Mini-ATX, die sind ganz normale, ausgewachsene ATX-Boards, wo ihr dann vielleicht noch eine Erweiterungskarte für WLAN oder Erweiterungskarte USB, wie auch immer, was auch immer ihr da reinklatschen wollt, reintun könnt. Das wird bei dem hier ein bisschen schwierig. Eine Karte und dann ist Schluss. Weil der obere Slot hier wird meistens von der Grafikkarte dann schon belegt. Wenn ihr eine Grafikkarte habt, wo die Kühllösung und die Backplate ein bisschen dicker sind, dann passen da keine Karten mehr rein. Vielleicht so ganz flache USB-Erweiterungssteckplätze, aber da kommt er dann auch nicht weit mit. Packen wir für 69,69 Euro in den Warenkorb, weiter geht's. Hier ist der AMD Ryzen 5 3600. Das ist schon so, ich weiß nicht, ob man das Mittelklasse zu sagen kann. Die kleineren Klassen sind die 2600er rein. Und der 3600 ist so ein, ja, vielleicht doch Mittelding. Es gibt noch den 37er, 38er, 39er, 3950 XT dann auch noch. Das ist der normale, ohne X. Kein freier Multiplikator, kein Übertakten. Den gibt es noch als XT, glaube ich. Dann ist er, also die Neuauflage, die ein Jahr später kam. Die sind dann noch mal ein bisschen schneller, die haben ein bisschen mehr Bums. Aber der kostet aktuell 185 Euro in der Box-Variante. Warum nehmen wir den in der Box-Variante? Da ist ein Lüfter mit bei. Und die verbauen bei dem PC, den sie da verkaufen wollen, auch nur den normalen Boxed. Da steht dann AMD-zertifizierter Kühler. Ich werde davon ausgehen, dass die den dann auch verbauen. Packen wir für 185 Euro in den Warenkorb, weiter geht's. Wieder das leidige Thema, 16 GB DDR4 RAM, 3000 MHz. Es gibt keine technischen Daten dazu. Wenn ich hier auch runterscrolle, ich gucke mir das an, da steht nichts, welcher Hersteller ist es, beziehungsweise wie viele Module es sind oder ähnliches. Ich hoffe, sie verbauen zwei 8 GB Module wegen Dual-Channel, das ist ja schon wichtig. Und es ist halt wieder 3000 MHz. 3200 ist eigentlich so der Sweet Spot für diesen Prozessor. Weiß nicht, ob es jetzt leistungstechnisch einen größeren Unterschied macht, aber die 5 Euro, die hätten sie euch auch noch gönnen können, dass da 3200 MHz zustande kommen. Ich nehme jetzt einfach mal den günstigen G-Skill Aegis, den ich nie wieder verbauen werde. Habe ich im letzten Video schon gesagt. Qualitativ für mich Müll. Nehmen wir nur Corsa Vengeance oder HyperX Fury oder solche Sachen, aber wir nehmen hier den G-Skill, weil wenn ich mir das alles schon so angucke, werden sie jetzt auch nicht die teuersten Komponenten nehmen. Und vor allen Dingen, wie auf dem Bild zu sehen, kein RGB. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Ich habe den PC ja nicht gekauft. Aber allein das Gehäuse passte nicht und der beleuchtete Lüfter, der ist bei AMD nicht beleuchtet, bei der 3600er Variante. Das kommt, glaube ich, erst ab 3700, da kriegt ihr einen RGB-Lüfter dabei. Es ist auf jeden Fall, also das Bild ist erstunken und erlogen. Und das Problem ist auch, bei dem Bild steht halt nicht, dass es nur zu Anschauungszwecken dient. Es ist einfach nur da und ihr denkt, ihr kauft das und geil und nein, stimmt nicht. Egal, wir suchen ihn raus. Hier haben wir 16 GB, 2x 8 GB G-Skill Aegis DDR4. 69 Euro, packen wir in den Warenkorb, geht weiter. Jetzt wird's interessant. Die aktuelle Grafikkartenlage ist sehr schwierig. Zum jetzigen Zeitpunkt, ich nehme gerade am 15.02. auf, habt ihr keine Grafikkarten großartig verfügbar. Die 3060 wird in 2 Wochen angeteasert bzw. released, die wird dann aber nicht verfügbar sein. Glaube es nicht. Die hat eine UVP von 350 Euro, glaube ich, wird jetzt schon für 500 Euro gelistet, obwohl sie noch gar nicht released ist. Da seht ihr mal, wie dreist das ist. Das ist knapp 50% Aufschlag auf den UVP-Preis. Wird sowieso nicht verfügbar sein, ist auch eine andere Grafikkarte, aber egal was ihr nimmt, 3060, 3070, 3080. Auch die alten 2060, 2070, 2080, alles mit Super oder so dahinter, kriegt ihr alles nicht mehr. Selbst die Radeon R9 290 oder ähnliches von AMD kriegt ihr nicht mehr. Vor 2 Wochen konnte ich noch eine bestellen, dann waren sie weg. Und die Karten sind, glaube ich, boah, bestimmt schon 5 Jahre alt. Und ja, das ist der Wahnsinn, was im Moment da los ist mit den Grafikkarten. Egal, wir suchen die mal raus, was wir da so für einen Durchschnittspreis kriegen. Hier ist sie auch schon, ich nehme jetzt eine von Zotac, welche ihr nehmt, ist relativ egal. Die hat auch 6 GB, ist die Super-Variante. Hier seht ihr wieder wunderbar den Preisverlauf. Hier sind wir so bei 240 Euro, dann droppt es ein bisschen im August letzten Jahres. Und dann geht es wieder steil bergauf, weil die Nachfrage natürlich steigt. Dementsprechend steigt auch der Preis, das ist halt die freie Marktwirtschaft, es läuft halt so.
Und hier seht ihr heftige Sprünge von 268 hoch auf 339, dann wieder auf 251, dann wieder 339. Dann hatten wir hier vor einer Woche ungefähr eine Spitze 350. Jetzt sind wir wieder so bei 259 Euro. Und die rechnen wir dann gleich dabei. Glatt 260 schreiben wir jetzt eben auf und dann packen wir das mit dem Warenkorb dabei. Weil bei Mindfactory kriegt ihr sie aktuell sowieso nicht. Das ist jetzt auch noch hier so ein Thema. Festplatte 1, 240 GB SSD. Ich weiß nicht, ob es eine M2-SSD ist, ich weiß nicht, ob es eine SATA-SSD ist, ich weiß nicht, was für ein Hersteller es ist, was für Datenübertragungsraten und ich weiß nicht, warum es nur 240 GB sind. Ihr müsst euch das so vorstellen, da kommt noch Windows drauf, die 240 GB werden vom System nicht als 240 GB genommen, sondern glaube ich als 228, weil die Hersteller rechnen mit 1000 MB pro GB und in der Technik ist es so, dass es glaube ich 1024 MB pro GB sind, das heißt, da geht euch schon eine Menge flöten. Sagen wir jetzt mal reell, wenn jetzt noch Windows drauf installiert ist, sind wir so bei 215, 220 GB. Dann installiert ihr einmal COD Warzone und Fortnite drauf, dann ist die Kiste voll. Da ist noch kein Opera mit bei, Firefox oder Chrome oder was auch immer ihr da nehmt, Discord und alles, was ihr so installieren wollt, das ist alles noch nicht dabei, die ganzen Treiber. Also mit der Festplatte werdet ihr nicht lange Freude haben. 240 GB ist in der heutigen Zeit echt ziemlich wenig. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, da das Mainboard einen M2-Slot hat, dass die auch eine M2-SSD einbauen. Kann auch eine normale sein, eine SATA. Die sind ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht, wie gut die es mit euch meinen. Ich schau mal schnell nach, was die kostet. Wir nehmen eine 240 GB Western Digital Green M2. Ist eine SATA, ist keine PCI Express. Ist aber glaubst du, wir gesprungen. Die werden euch keine PCI Express eingebaut haben. Kostet 29,71 Euro. Packen wir in den Warenkorb. Weiter geht's. Optisches Laufwerk gibt's keins. Das ist dem Gehäuse auch geschuldet. Es gibt halt keinen Einbauslot dafür. Es gibt heute noch Gehäuse, wo ihr die Front aufklappen könnt und habt dann oben noch für zwei oder mindestens ein Laufwerk Platz. Gibt es jetzt hier natürlich nicht. Braucht man auch in der heutigen Zeit nicht mehr. Die meisten Windows-Versionen und so weiter werden per USB installiert. Die Spiele ladet ihr euch aus dem Internet runter. Es gibt selten noch Leute, die wirklich eine CD kaufen. Klar, die Consoleros machen das gerne mal. Teilweise kaufen die aber auch nur die Keys und installieren das dann auf ihrer Konsole und dann sind die fertig damit. Betriebssystem ohne Windows. Den Fünfer haben sie sich dann wohl gespart für euch. Da müsst ihr tatsächlich, wenn die Kiste zu euch nach Hause kommt, noch ein Windows kaufen. Bei eBay für 5 Euro. Das sind diese Volumenschlüssel, OEM oder Volumenschlüssel. Viele halten da nichts von, weil die wohl nach einer Zeit ablaufen, wo ich bisher aber noch keine Probleme mit gehabt habe. Weil wenn ihr einmal Windows aktiviert habt, ist es nicht so, dass Windows auf einmal sagt, ey, hör mal, jetzt nicht mehr, du kriegst jetzt keine Updates mehr. Nein, nein. Bisher, die Schlüssel haben alle funktioniert, die ich so bekommen habe. Selbst wenn ihr ein Original Windows draufrechnet, kennt ihr ja schon, werdet ihr wahrscheinlich wieder günstiger, wenn ihr es selber zusammenstellt. Obwohl dieser Rechner nichts taugt. Das ist wirklich so ein Einsteigerding. Jetzt kommt der große Haken an dieser ganzen Sache. Bei diesem Memory-PC-Vertrieb ist es so, dass dieser PC sich scheinbar auf Senshili Hardware Reviews stützt. Ich kenne den nicht. Habe ich noch nichts von gehört. Es gibt so einige YouTuber, die kenne ich natürlich, was Hardware angeht. Auch davon reden auch viele Stuss. Die werden wahrscheinlich auch sagen, dass ich wieder Stuss rede. Es ist halt so in der EDV. Jeder weiß es besser. Ist ja auch egal. Aber ich finde es hart, dass so ein PC, der wirklich unterste Einsteigerklasse ist und dazu noch zu teuer, also was heißt zu teuer, werden wir gleich noch drauf kommen, aber dass sowas noch von einem YouTuber quasi nicht unterstützt wird, aber dass der eine Partnerschaft damit hat. Der wird ja wohl ein bisschen Mitspracherecht gehabt haben. Und wenn er so viel Ahnung hat, weil er betreibt ja den YouTube-Channel und so weiter, warum nur 3000 MHz? Warum nur 240 GB SSD? Warum keine technischen Daten? Warum nur ein B450M-Board? Klar, es reicht für den Ryzen, aber zukunftstauglich ist das null. Wenn ihr aufrüsten wollt, ist es halt so, wenn ihr ein Mainboard habt, X570, B550-Chipsatz, jetzt bei AMD in dem Fall, Intel ist wieder was anderes, dann könnt ihr in Zukunft hergehen und sagen, ich brauche nur einen neuen Prozessor, da muss ich nicht das ganze Board tauschen. Versteht ihr? Der 3600 ist nicht schlecht, damit kommt ihr ein paar Jahre hin. Nur sobald ihr aufrüsten wollt auf die nächste Version, müsst ihr wieder ein komplett neues Board kaufen. Wenn ihr Pech habt, es gibt einige Hersteller, die unterstützen das noch mit einem Mainboard, mit einem BIOS-Update. Aber ich finde das schon hart. Ich habe mir diesen Text hier durchgelesen, ist einer der größten und beliebtesten deutschen Technikkanäle auf YouTube. Ich kenne ihn nicht. Und ich beschäftige mich mit dieser Technik bestimmt schon 20 Jahre. Von klein auf. Seit vielen Jahren beschäftigt sich Mathis aka Zenshili mit günstigen und preisorientierten Gaming-PCs. Ja. Regelmäßig gibt es themenbasierende PCs, bei denen der Preis eine geringere Rolle spielt und das Ziel extrem viel Leistung, eine perfekte Optik erreicht wird. Perfekte Optik stimmt schon mal nicht. Das Bild hat ein Praktikant gemacht mit Photoshop, der hat sich da ein bisschen ausprobiert. Und extrem viel Leistung ist das auch nicht.
Ihr könnt mit dieser 1660 natürlich solche Spiele wie Minecraft und Fortnite und so spielen, aber dann gibt's wieder so diese AAA-Titel Assassin's Creed, Far Cry, lasst sie heißen, wie ihr wollt, die Cyberpunk, da werdet ihr nicht glücklich mit. Da müsst ihr wirklich halt die Qualität runterdrehen und so weiter und dann wirklich nur auf Full HD, nicht auf WQHD oder so spielen, weil sonst werdet ihr mit dieser Grafikkarte nicht glücklich und mit dem Speicher sowieso nicht. Ich werde diesen Text jetzt nicht weiter durchlesen, das ist alles Stuss. Ich weiß nicht, wie der zu dieser Partnerschaft gekommen ist, ich weiß auch nicht, was der da zusammengestellt hat. Vielleicht hat er auch nur gesagt, passt auf, schreibt meinen Namen da rein, stellt irgendwas zusammen, geht mir am Arsch vorbei, Hauptsache ich verdiene Geld. Und sowas sollte nicht das Ziel sein von einem YouTuber, der irgendwo ja auch mit Hardware-Reviews ein bisschen aufklären möchte. Ich versuche es jetzt so gut wie möglich. Ich versuche auch jetzt demnächst mal vielleicht ein Video zu machen, wo ich diese ganzen Fachbegriffe erkläre. Ich rede hier immer von diesen ganzen Chipsätzen und Taktungen und so weiter. Vielleicht mache ich wirklich mal ein Video, 10 Minuten oder so, wo ich euch dann erkläre, so und so sieht das aus, warum ist das so, weil wir gehen das hier alles im Schnelldurchlauf durch und das sollten wir vielleicht dann mal noch ein bisschen weiter auseinanderklamüsern, wer sich dafür interessiert. Schreibt es mir mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich dieses Video. Wenn ihr wisst, wovon ich rede, dann können wir das auch lassen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der da mal Interesse dran hätte. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zum eigentlichen System. Wir haben jetzt alles soweit zusammengestellt. Wir haben jetzt hier einen Warenkorb bei Mindfactory. Hier ist das Gehäuse, was ungefähr dasselbe kostet. Ist nicht 1 zu 1 dasselbe. Ist aber schon in der oberen Preisklasse. Das 600 Watt Big Quiet Netzteil, das Mainboard stimmt, der Ryzen stimmt. Bei dem RAM-Speicher habe ich keine Information, welcher jetzt genau ist. Ich habe jetzt einfach mal einen günstigen genommen. Es geht noch billiger. Ich werde den auch niemals jemanden verkaufen oder beziehungsweise empfehlen, aber wir nehmen jetzt einfach mal den. Und hier haben wir die 240 GB Western Digital. Mit Western Digital könnt ihr im M2-Bereich eigentlich nichts falsch machen. Haben wir auf einen Gesamtpreis von 476,91 Euro. Das ist jetzt der Preis für die normale Hardware ohne Grafikkarte. Wir rechnen auch die Grafikkarte dabei. Die Grafikkarte kostet 260 Euro plus die 476,91, sind wir bei 736,91, wenn ihr diese Kiste selbst zusammenbaut. Windows war ja sowieso nicht dabei. Ihr müsst natürlich noch Versandkosten drauf rechnen. Ich glaube, bei Memory PC war es ab 500 Euro Versandkosten frei, was schon mal gut ist. Und im Vergleich kostet der Memory PC, Senshili Gaming PC, wie auch immer, ungefähr 150 Euro mehr. 140 Euro, 143 irgendwas. Ich werde das jetzt nicht abziehen. Ihr könntet jetzt natürlich hergehen, diese Hardware nehmen, die bei Mindfactory zusammenstellen lassen. Und auch von denen zusammenbauen lassen. Das kostet bei Mindfactory 150. Dann seid ihr ungefähr bei diesem Preis. Ihr müsst aber wissen, wie ich immer sage, es sind Endkundenpreise. Mindfactory verkauft an den Endkunden. Seid ihr Großkunden, wie zum Beispiel jetzt halt Memory PC oder Agando oder wie sie alle heißen, dann kriegen die ja andere Preise. Das heißt, die Marge ist noch viel höher. Wenn ihr Pech habt, werden die Dinger sogar in Asien zusammengebastelt von irgendwelchen Kinderhänden. Dann kostet das Zusammenbauen die vielleicht nur 10 Euro und dann machen sie immer noch 140 Euro ohne Endkundenpreise von Hardware Gewinn. Und das finde ich schon heftig. Der PC ist preis-leistungstechnisch okay. Das ist halt das, was man aktuell dafür kriegt. Das Zusammenbauen und so weiter müsst ihr natürlich dabei rechnen. Er ist jetzt nicht überteuert. Er ist teuer, aber nicht jetzt so krass überteuert. Aber ihr kriegt für das Geld bessere Hardware. Müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Ihr kriegt zum Beispiel für diese 140 Euro noch eine Wasserkühlung. Braucht ihr nicht, aber kriegt ihr. Oder ihr kriegt eine 1 TB Festplatte anstatt nur 240 GB. Oder ihr kriegt vernünftigen RAM-Speicher anstatt den G-Skill. Ihr kriegt auch ein besseres Board. Mit diesen 130 Euro könnt ihr eine Menge anfangen. Und wenn ihr ein bisschen Ahnung habt und euch ein bisschen bei YouTube durchfuchst, vielleicht mache ich auch demnächst nochmal ein richtiges Zusammenbauvideo. Nicht das aus dem Stream, was ich zusammengeschnitten habe, sondern ich mache demnächst mal vielleicht ein richtiges Zusammenbauvideo. Gibt's aber mehr als genug schon bei YouTube. Stellt es euch so bei Mindfactory zusammen und knallt die Kiste selber zusammen. Das ist jetzt nicht das Problem. Auf jeden Fall empfehlen würde ich euch den jetzt nicht unbedingt, gerade wegen dem geringen Speicher und auch wegen dem geringen Grafikkartenspeicher. 6 GB ist schon ziemlich wenig. Die kleinere Taktung vom RAM, die kann man noch verzeihen. Das Board ist nicht zukunftstauglich. Das ist wie immer das Fazit. Ich gebe mir echt Mühe, mal einen Hersteller zu finden, wo es sich lohnt zu kaufen, wo ich wirklich sagen kann, da könnt ihr kaufen. Ohne schlechtes Gewissen. Kauft das Ding da, auch wenn er 100 Euro mehr kostet. Die Komponenten sind vernünftig und so weiter. Aber hier, nein. Wir sind jetzt natürlich auch von dieser Stock-Konfiguration ausgegangen, wie ich ihn halt angeklickt habe. Ihr könnt hier natürlich noch ein bisschen was verändern. Ihr habt jetzt noch den Vorteil, wenn kein Windows drauf ist, knallen sie euch kein blödes Antivirenschutzsystem da drauf. Wo sie auch noch mit Geld verdient. Das können sie dann nicht. Das ärgert die wahrscheinlich genauso, aber das kam die wahrscheinlich billiger, als wenn sie euch Windows noch mitverkaufen ist. Es ist so traurig. Was? Ich sehe gerade noch was. Die haben sich jetzt komplett vertan. Guckt euch das Bild hier unten mal an. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Moment. Guckt mal.
Was? AMD Elite Systemball, was auch immer das ist. Vielleicht haben die so eine Partnerschaft, das ist mir egal. Aber können die sich mal entscheiden? Was denn jetzt, AMD Radeon Graphics oder Nvidia? Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Der 3600er hat kein G dahinter. Also alle AMD Ryzen, sagen wir der 3300 oder 3200G, die haben eine integrierte Grafikeinheit. Dann würde ich es noch verstehen. Aber die Logos dann so überlappend, die konnten sich nicht entscheiden. Nein, ehrlich, guckt euch das Bild an. Das scheint wirklich, das war ein Praktikant. Was soll ich dazu noch sagen? Der konnte sich selbst bei den Grafikdingen, der dachte sich wahrscheinlich alle Logos reinklatschen. Sieht geil aus, auch wenn sie sich überlappen, scheißegal. Kleine Spiegelung reinpasst. Ey Leute, lasst die Finger davon. Wenn die PCs so zusammenbauen, wie sie die Bilder erstellen, dann habt ihr ein Problem. Nein, wir werden jetzt demnächst mal hoffentlich einen PC finden, wo ich dann wirklich guten Gewissens sagen kann, holt euch den, wenn es jetzt gerade die Marktlage erlaubt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.